Herzlich willkommen hier in Anis Welt. Ja, ich grüße dich, liebe Ani. Ja, schön, dass wir uns hier begegnen. Ich freue mich sehr drüber. Ja, meine Welt, die Welt vom Menschen Bernd, ist die Welt der Honigbienen, der Apis mellifera, der sogenannten. Und ja, das beschäftigt mich eigentlich ziemlich intensiv jeden Tag. Ja, du hast mir erzählt, du machst das schon ganz lange und bist schon als 11-jähriger Junge damit angefangen, ja, dich mit der Bienenaufzucht zu befassen? Ja, das ist richtig. Also ja, das war mal im Jahre 1980 im August, da hing da plötzlich so eine kleine Traube von Insekten im Pflaumenbaum. Meine Oma sagte mir das und keiner wusste so recht, was ist das? Und der Nachbar kannte da einen Imker, der hat mir die eingefangen. Und dann stand ich da als 11-jähriger Bub, fast 12 Jahre alt, ja, und hatte plötzlich einen Bienenstock da im Garten stehen. Ja, so fing das damals an. Ja, hatten wir auch mal, als ich klein war. Auf einmal hing da auch so eine Traube. Aber wir durften da nicht dran als Kinder. Das wurde von uns ferngehalten, weil gesagt wurde, das ist gefährlich. Ja, kann man, es kommt immer darauf an, also so ein Vorschwarm, der ist meistens sehr friedlich. Das sind meistens die größeren Schwärme und die Schwärmen ist ja dazu da, dass die ihre Art erhalten, sich vermehren. Und die sind sehr friedlich. Und genau, und so war es bei meinen auch da. Die waren sehr friedlich und die habe ich dann auch gleich über den Winter bekommen, was ja nicht so selbstverständlich ist. Ja, und das war der Beginn, ja, von einer großen Liebe zu den Bienen. Ne? Mehr wären es von alleine. Ne? Die schwärmen ja jedes Jahr im Regelfall. Ja, und wie ich 16 Jahre alt war, hatte ich dann schon 16 Völker. Was? Klasse, klasse. Also du sagst, die Bienen sind deine Passion geworden. Ja, definitiv. Also ich bin auch Naturgärtner. Das habe ich schon mit 5 Jahren angefangen durch meinen Opa, der mir das beigebracht hat. Da hat noch keiner von Bio und Öko gesprochen. Da habe ich schon gemulcht und Kompostwirtschaft mit ihm gelernt und hatte mein eigenes großes Stück Garten. Und ja, ich war schon immer ein Draußenmensch in der Natur und Vogelschutz, Biogarten und ja, dann kamen die Bienen halt dazu und die sind bis heute geblieben. Ja, einen tollen Opa hattest du da. Schön, dass er dich da so rangeführt hat. Finde ich klasse. Ja, das ist nicht selbstverständlich und ja, er war dann in Rente und er war immer da und ja, und hat selber gegärtnert und wir hatten ganz viele Tiere auf dem Hof, also wir hatten 1500 Quadratmeter Garten mit Enten, Gänsen, Tauben, Hühnern, Kaninchen, Meerschweinchen, alles, was man so haben kann, war da. 13 Katzen zu besten Zeiten, ein Hund und ja. Ja, ein ganzer Zoo, ha? Ja, genau. Genau. Ja, lieber Bernd, was mich sehr interessiert an den Bienenstöcken ist, wie viele Bienen sind im Durchschnitt in einem Bienenstock? Ja, es gibt natürlich zu unterschiedlichen Jahreszeiten unterschiedliche Anzahl von Bienen im Stock. Also so in den starken Völkern im Hochsommer sind da locker 80.000 Bienen drin gleichzeitig. Also die fliegen ja aus, aber in einem? Ja, genau. Das kann 60.000 bis 80.000 Bienen, ist da überhaupt kein Kunststück. Eine gute Königin legt vor der Sommersonnenwende, so im Mai, Juni zu dieser Zeit, legt eine Königin ja um die 2000 Eier am Tag. Das ist das anderthalbfache ihres eigenen Körpergewichts, was die an Eiern legt. Ja, und das ist ein ständiges Schlüpfen und eine Aufwärtsentwicklung bis zur Sommersonnenwende. Und ja, da kommt das zustande. Also jetzt im Herbst, so über den Winter gehen die mit, ja, würde ich sagen, so, also ich habe da ein ziemlich großes Kastenmaß und eine ziemlich brutfreudige Biene habe ich da. Die gehen da aber mit über 20.000 Bienen auch in den Winter. Genau. Also dein Bienenvolk Johanna wahrscheinlich. Johanna, also ich habe von den mittlerweile 14 Völkern, die ich habe, und 2 Ableger, mit denen ich im Winter gehe, also 12 Völker und 2 Ableger, also 14 insgesamt, die ich jetzt einwintere. Die Ableger sind natürlich etwas kleiner, aber die starken Völker, die
gehen da schon mit, ja, mit locker über 20.000 Bienen in den Winter. Ne? Was bedeutet das genau, Ableger? Es war ja dieses Jahr ein ganz eigenartiges Bienenjahr, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Und auch die alten Imker hier aus der Gegend, hier im Allgäu, es gab keinen Honig. Also die haben gerade so, im besten Falle haben sie gerade so Nektar gefunden, die Bienen, dass sie sich selbst versorgen. Ich durfte auch bis in den Juni rein, durfte ich noch zufüttern, damit mir die Bienen nicht eingehen. Und ich habe dann gemerkt, es gibt keinen Honig, du willst deine Imkerei vergrößern und dann habe ich die Völker geteilt. Also das heißt, eins ist geschwärmt, aber das andere, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, hat keine Anstalten gemacht zu schwärmen, also sich dadurch natürlich zu teilen. Und dann habe ich halt begonnen, drei Völker hatte ich zu dem Zeitpunkt, zum Anfang des Bienenjahres. Und ich habe dann eben halt zwei von den Völkern aufgeteilt. Ich habe immer drei Brutwaben gut besetzte genommen mit Bienen und Brut und habe dann da von dem geschwärmten Volk eine Schwarmzelle, also eine Wabe mit einer Schwarmzelle reingegeben. Und die haben sich dann da eine neue Königin draus gezogen und ein neues Volk begründet. Später habe ich die dann nochmal geteilt und da habe ich dann eben halt mir Königin besorgt von befreundeten Imkern und habe dann auch, wie gesagt, drei Brutwaben genommen mit ansitzenden Bienen in einen neuen Kasten gepackt, die Königin zugesetzt und da haben sich dann eben halt starke Völker draus entwickelt. Und ja, drei von denen, die ich jetzt habe, oder zwei, sagen wir mal so, die sind noch recht schwach, weil ich die recht spät im Jahr gebildet habe. Die sind da noch ein bisschen weiter zurück, aber haben ja noch ein bisschen Zeit. Der Monsunregen hier der letzten Tage, der soll gehen und dann haben die noch genug Zeit, sich aufzubauen und vernünftige Winterstärke zu bekommen. Und dann ist es so, dass du gar keinen Honig von den Bienen erntest, sondern dass du ihn den Honig lässt? Genau. Also dieses Jahr habe ich denen, was die eingetragen haben, habe ich denen gelassen. Die haben auch gar nichts, also so ein Bienenkasten ist ja so aufgebaut. Bei mir ein großer Brutraum, es gibt verschiedene Kastentypen. Der, mit dem ich arbeite, hat einen großen Brutraum und dann kann man ein Absperrgitter zwischenlegen, dass die Königin nicht in den Honigraum geht und dort Eier legt, da soll ja der Honig rein. Und ich hatte Honigräume drauf, die haben da auch was eingetragen, aber wir hatten immer wieder Regen und in den Regentagen haben sie das selbst wieder verbraucht. Ja, und so gab es dieses Jahr das erste Mal in meiner Imkergeschichte und auch alte Imker, die schon 50, 60 Jahre Bienen haben, haben mir bestätigt hier in der Region, dass sie da dieses Jahr keinen Honig geerntet haben, erstmals in ihrer Imkerlaufbahn. Ja, und ich handhabe es eh so, dass ich nur einen kleinen Teil oder einen gewissen Teil des Honigs ausnehme und den Bienen ihren eigenen Honig lasse, weil ich ja ökologisch und wesensgemäß arbeiten möchte mit meinen Bienen. Ja, zur Teilung so eines Bienenstocks hast du auch ein tolles Video gemacht. Das werden wir hier jetzt mal einspielen. Ja, ich grüße dich. Kaum fährt man mal kurz noch ein bisschen was einkaufen, da kommt schon der Anruf, dass die Bienen schwärmen. Genau. Und hier hinter mir hängt eine Traube in mehreren Teilen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das vielleicht ein Nachschwarm aus Volk Simone ist oder ob das jetzt ein neuer Schwarm ist. Ich werde es gleich wissen. Ja, da hängt nun das Schwarmvolk und die Simone, die ist hier fleißig am Sprühen hier schon die ganze Zeit. Es ist einfach fantastisch, wenn man immer gute Helfer und Mitdenker hat. Jetzt ist alles bereitgestellt hier, die Beute, wo der Schwarm eingeschlagen wird. Ja. Und ich ziehe mich ein bisschen an, weil es ist ein Nachschwarm. Die sind ein bisschen unruhig, ich merke das schon. Da werde ich mich heute mal in Schutzkleidung begeben.
verlierst schon einen Teil. Boah, guckt euch das an, ey. Da spazieren sie alle rein. Das heißt, die Königin ist erwischt. Ja, ja, die pflück ich noch raus, die oben aus dem Baum. Ja, die Bienen ziehen sich jetzt alle rein immer mehr. Oben im Baum, das wird immer weniger. Scheinbar akzeptieren sie ihr neues Zuhause. Ja, das Schwarmgeschehen ist jetzt nun schon etwas über 2 Wochen her. Hinter mir siehst du, folgt Johanna. Die fliegen da des frühen Morgens schon recht fleißig. Das Volk hat sich wundervoll gemacht. Die haben da in kurzer Zeit 6 dann blattwarm, wunderbar ausgebaut. Ich habe schon mal reingeschaut und die sind absolut warmfest, super friedlich. Es ist eine wahre Freude, mit diesen Bienen zu arbeiten. Ja, wenn du Imker bist, weißt du ja, wie faszinierend so ein Schwarm immer wieder ist. Manche wünschen das ja nicht, aber dennoch muss man eigentlich ehrlich zugeben, diese Urgewalt, das ist doch immer wieder schön zu erleben. Wenn du nicht Imker bist, hast du jetzt hier mal so ein bisschen einen kleinen Einblick vom Schwarmgeschehen bekommen. Und ja, ich hoffe, es hat dir Freude bereitet, da mal reinschauen zu dürfen. Es war ganz gut, dass ich den Tag die Schutzkleidung übergezogen habe, weil es sind mir doch reichlich Bienen über den Körper gefallen. Ja, untenrum hatte ich nicht abgedichtet, die hatte ich dann im Hosenbein sitzen. Aber schon komisch, wenn man da so steht und es krabbelt am Bein hoch. Die Bienen haben ja die Angewohnheit, von unten nach oben ins Dunkle zu krabbeln. Ja, das ist dann doch schon ein etwas merkwürdiges Gefühl. Ja, so lernt man dazu. Aber friedlich war der Schwarm dennoch und ja, hat alles wunderbar geklappt. Nun stehen sie hier, wie du siehst. Und alles ist gut. Der 7-Stern füllt sich. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, dieses Video. Dann lass auch gerne einen Daumen hoch da. Abonnier gerne meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast.
Sag weiter, dass es den Kanal gibt oder lass auch mal einen Kommentar hier. Freue ich mich immer wieder drüber, auch nur ein bisschen Austausch. Dann wünsche ich dir jetzt noch alles Liebe, bleib glücklich, hab eine wundervolle Zeit. Hier der Bernd aus Wolfegg. Ja, ein tolles Video, Bernd. Schön, wie du das erklärst mit der Teilung des Bienenstocks. Wie sieht es aus mit dem Absterben der Bienenstöcke oder die Königin, die stirbt, oder die Völker? Sterben die zum größten Teil am Ende des Jahres oder musst du immer Bienenköniginnen dazu kaufen? Wie funktioniert das? Könntest du mir dazu was erklären? Ja, also es ist so, die Honigbiene, die überwintert als ganzes Volk. Im Normalfall überstehen die auch den Winter, wenn sie genug Winterfutter haben. Dafür, also man sagt ja auch zu den Bienen, sagt man ja der Bienen. Aber dieser Ausdruck der Bienen, der diese Ganzheit dieses Volkes ausdrückt, da gehört der Imker auch mit zu. Also man ist irgendwo so, also zumindest bei mir ist es so, in der wesensgemäßen Bienenhaltung ist es so, dass man doch schon sehr verbunden ist mit seinen Bienen, sehr achtsam umgeht und dafür sorgt, dass die genug Futter haben, dass die Varroamilbe eingedämmt wird, die die Völker massiv schädigt. Die ist ja aus dem fernen Osten, ist die hier so langsam eingewandert in den 70er, in den 80er Jahren, genau. Ich habe das damals erlebt in Norddeutschland, in meiner alten Heimat als Jugendlicher, wie plötzlich auf einmal die Milbe da war. Ja, und die Völker zehren dann davon, gehen als Ganzes in den Winter rein und kommen dann auch im besten Fall dann, ja, an warmen Tagen fliegen die auch im Winter, also so ab 8 bis 10 Grad plus fliegen die auch im Winter. Die holen dann Wasser oder wenn schon mal die Hasel irgendwo blüht oder die Weide dann kommt, dann sind die sofort parat und werden dann auch wieder stärker dann. Die haben eine gewisse Zeit im Winter, wo sie keine Brut im Stock haben, wo sie eine Brutpause haben. Aber im Frühjahr geht das dann zeitig schon wieder los. Zu dem Thema hast du auch ein tolles Video gemacht, und zwar, wie sich die Bienen im Winter auch bei dir im Gewächshaus ernähren oder beziehungsweise ganz am Anfang des Jahres. Ja, genau. Wir hatten da Pflanzen vom Tatsoi, das ist so ein asiatischer Salat, geschenkt bekommen. Und den haben wir da neben dem Mangold den ganzen Winter, obwohl wir Nächte mit minus 17 Grad hier im Allgäu hatten, haben wir den im Gewächshaus ohne Heizung gut durchbekommen. Und im zeitigen Frühjahr war der dann so weit, dass der auch schon früh blühte. Und ja, die Bienen sind da einfach so ins Gewächshaus dann reingeflogen und konnten sich da schon gut versorgen, zu einer Zeit, wo noch nicht viel geblüht hat. Ja, das war schon echt erstaunlich. Also unser Gewächshaus ist so ein Teil offen unterm Dach. Da sind so ein paar Gitter, wo Lüftung halt ist. Und die sind einfach durchgeflogen und haben sich dann am Tatsoi bedient. Das war wirklich ganz bemerkenswert. Klasse. Hast du den Honig auch mal probiert? Schmeckt der anders? Ja, das ist jetzt nicht in den Mengen. Das sind ja 20, 30 Pflanzen gewesen, die wir da hatten. Und das ist jetzt nicht, dass man da Honig von erntet. Das verbrauchen die sofort wieder für ihre Brut. Wenn die im Frühjahr wieder in Brut gehen, dann brauchen die viel Futter. Das sind nicht die Mengen, wo man dann auch einen Honig rausbekommt. Und sowas. Das ist ein nettes Detail am Rande und schön, dass sie da was hatten, wo es nicht viel gab, weil wir hatten bis in den Mai rein noch teilweise Winterwetter. Ja, und da war das ganz nett mit den Bienen im Gewächshaus. Dir ist es ein ganz wichtiges Anliegen, dass du unseren Zuhörern mitteilst, wie man den Bienen als Bienen- und Fachkundiger helfen kann. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, es geht ja durch die Medien im großen Stile, dass die Bienen in Gefahr sind. Und es gibt ja auch diesen Ausspruch, erst stirbt die Biene, dann der Mensch, 4 Jahre verzögert. Und das hat einen richtigen Hype ausgelöst, dass alle den Bienen helfen wollen. Finde ich grundsätzlich total schön, finde ich gut, weil unsere Landschaft doch sehr verarmt ist mit den Monokulturen. Hier im Allgäu haben wir Wiesen ohne Ende. Aber das ist spätestens ab Mai ist das größtenteils englischer Rasen. Da blüht nichts mehr. Ne? Da wird immer nur fürs Vieh gemäht und gemäht. Und ja, die Bienen haben da nichts mehr. Deshalb ist es zum einen gut, wenn
die Menschen in ihren Gärten, auch wenn es noch so klein ist, auf dem Balkon überall darauf achten, dass sie bienenfreundliche Blühpflanzen anbauen. In den meisten Gartenkatalogen oder Gärtnereien wird das mittlerweile ja schon ausgeschrieben, welche Pflanzen bienenfreundlich sind. Und wenn man jetzt weiß, dass Bienen viel im Garten sind, in der Nähe sind, ist eine kleine Bienentränke auch nicht verkehrt. Ich nehme da einfach einen Blumenuntersetzer aus Ton, lege ein paar Steine, ein paar Äste rein, damit die Bienen da drin nicht ertrinken, wenn mal ein Windstoß kommt. Ja, biete den Wasser. Was ich ganz dringend nochmal darauf hinweisen möchte, viele Menschen machen sich da ja nicht so die Gedanken und wissen kann man es ja eh nicht als Laie. Die denken sich dann, wenn sie ihr Honigglas, was sie beim Frühstück haben, dann auf den Balkon oder rausstellen, damit die Bienen das ausschlecken. Davor möchte ich warnen. Damit tut man den Bienen im schlimmsten Falle überhaupt keinen Gefallen mit. Denn selbst wenn man Bio-Honig kauft, im Supermarkt, im Discounter, im Drogeriemarkt irgendwo. In vielen Ländern gibt es ganz oft die amerikanische Faulbrut, nennt sich das, oder bösartige Faulbrut. Und das ist eine Sporen, das sind Pilzsporen, die in den Völkern sein können. Ja, und da wird die Brut vergammelt in den Zellen. Und ja, Bienen müssen registriert sein, wenn man das regelgerecht macht in diesem Lande. Und wenn diese Faulbrut ausbricht, dass die Bienen aus irgendwelchen stehen gelassenen Honiggläsern oder auch in Altglascontainern, wenn die Leute die Honiggläser nicht heiß ausspülen vorher und dann da reinschmeißen, die Bienen da reingehen, können die sich halt diese Faulbrutsporen in den Bienenstock holen. Und wenn das dann ausbricht, so eine Faulbrut, dann, ja, je nach Stärke des Ausbruchs, gibt es Möglichkeiten, das zu sanieren, ist aber Quälerei für Bienen und Imker. Aber im ungünstigsten Fall, wenn die Völker stark befallen sind, kann es auch sein, dass der Veterinär ein Verbrennen von Kasten und Bienen anordnet. Deshalb meine große Bitte an alle, die hier zuschauen, zuhören, stellt keine Honiggläser raus. Ja, das ist kein Gefallen. Lieber schön Pflanzen anbauen, eine Bienentränke, hat man seine Freude, wenn die Bienen da sammeln. Da kann man das Maximale für die Bienen tun mit. Ja, sehr interessant. Viele Dinge, die man so nicht weiß. Ich danke dir für diese wertvollen Tipps und unsere Zuschauer berücksichtigen das in Zukunft, um den Bienen zu helfen. Und mit diesen Worten möchte ich unser erstes Interview gerne schließen und freue mich darauf, dich ein zweites Mal bei mir begrüßen zu dürfen. Ja, gerne. Also immer wieder gerne. Es macht mir eine Riesenfreude, über meine Passion hier zu sprechen und auch vielleicht Menschen, die überlegen, selber sich Bienen anzuschaffen. Es ist ja so, dass Anastasia gesagt hat, dass in jeden Garten mindestens ein Bienenvolk gehört. Und ja, es ist eine wunderschöne Beschäftigung. Gibt es vieles zu beachten, aber ich würde mich freuen, in weiteren Sendungen mit dir hier gemeinsam da noch mehr drüber zu erzählen, wie das denn so ist, wenn man sich Bienen anschaffen möchte und ja, was es vielleicht noch zu beachten gibt. Ja, herzlich gerne, Bernd. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.